Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft. Eigentlich hatte ich vor, morgen Abend mit euch einen Zoom zu machen und ja, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, ich habe nach dem letzten Zoom darüber gebetet und reflektiert. Ich hatte so nach dem Zoom so ein bisschen, ja, den Eindruck, es war nicht so, wie es irgendwie sein könnte. Ja, also von der, natürlich wollen wir nicht sagen, ich will in allem perfekt sein, das werde ich nie sein, aber ich habe gemerkt, es hätte anders sein können und ich habe darüber gebetet und habe dann auch gemerkt, dass ich, als ich euch das Bild erklärt habe, eine Sache völlig vergessen habe, was mir einfach gezeigt hat, dass mich das doch auch eher irgendwie ablenkt, ja, überall irgendwie die Leute zu sehen und ja, zu sehen, ob da jetzt permanent irgendwie ein Chat aufploppt, weil jemand eine Frage hat und so. Und das war alles irgendwie nicht so zufriedenstellend. Trotzdem habe ich ja gedacht, das Ganze war vom Herrn mit den Zooms. Ich habe das jetzt noch mal hingelegt und war dann jetzt in dieser Woche echt so ein bisschen im Stress auch, was die Sache angeht, was Mittwochabend angeht. Also schon samstags irgendwie war ich gestresst für den Mittwoch, ja, ob ich ja alles irgendwie so schaffe, damit ich Mittwoch Punkt 18 Uhr irgendwie dann in den Zoom gehen kann und habe das auch mit Geschwistern besprochen, weil ich halt immer erstmal so den Balken in meinem Auge suche, dass ich halt prüfe, bin ich irgendwie zu bequem? Will ich mich jetzt Gottes Wille nicht unterordnen? Geht es mir jetzt irgendwie nur um mich selbst und um meine Freiheit, die ich habe, dann halt einfach das zu machen, wann ich die Dinge machen will? Also diese Dinge habe ich dem Herrn hingelegt und kam dann aber wirklich zu diesem Schluss, Zoom kann eine gute Sache sein, ich werde da weiter drüber beten. Vielleicht für aktuelle Themen. Ich erinnere mich nämlich, dass ich im Jahr 2019 ganz oft kurzfristig Livestreams gemacht habe auf YouTube. Vielleicht erinnert ihr euch da auch. Da habe ich dann, wenn gerade so was Aktuelles war, wo ich so den Eindruck hatte, das soll ich jetzt einen Livestream machen und einfach mal reden, dann habe ich das gemacht. Ich glaube, dafür ist es gut, aber ich glaube, für wirklich Videos, die dann halt auch in die Tiefe gehen und wo ich halt den Eindruck habe, ich soll einfach reden, ist es, glaube ich, einfach besser, irgendwie zeitlich nicht begrenzt zu sein. Also ich erinnere mich da an die Apostelgeschichte, wo Paulus gesprochen hat bis Mitternacht, ja, und dass sogar einer eingeschlafen ist und ist aus dem Fenster gefallen. Diese Stelle hat mal wirklich zu mir gesprochen, dass ich eben so lang reden muss, bis ich den Eindruck habe, ich habe jetzt alles gesagt. Und das ging in diesem Live-Zoom so ein bisschen verloren, ja. Ich kam mir vor, ich habe es auch in dem Livestream gesagt, wie so ein Maschinengewehr, ja. Ich rede an sich auch schon so ziemlich schnell, aber da hatte ich den Eindruck, dass ich irgendwie noch schneller bin, weil ich gedacht habe, oh, ich habe jetzt nur eine Stunde und ich muss jetzt irgendwie in der Stunde alles irgendwie unterbringen. Und dann habe ich dann hier nach dem Livestream, hatte ich dann Anklage vom Feind. Oh, war das jetzt richtig? Jetzt habe ich sogar gesagt, ich rattere wie ein Maschinengewehr. War das jetzt schon wieder falsch? Dann bin ich total in die Werksgerechtigkeit gefallen. Also es waren zwei herausfordernde Wochen für mich, zumal ich noch an anderer Stelle, ich habe ja diesen Dienst, ja, ich mache diesen Dienst und ich bin dankbar, dass der Herr mich einsetzt für diesen Dienst, aber dieser Dienst ist nicht mein alleiniger Dienst. Also wir werden da ja jetzt bald drüber sprechen in der Reihe über die Heiligkeit. Da wird es ja auch um das Dienen gehen und Frucht bringen und so weiter. Also dieser Dienst ist ja nicht mein in Anführungszeichen einziger Dienst für den Herrn. Ja, ich diene dem Herrn mit meiner Familie, indem ich mich um meine Tochter kümmere, in die sind auch immer wieder Herausforderungen. Ich habe ein privates Umfeld, ja, das ab und zu herausfordernd ist. Und in diesem privaten Umfeld schickt der Herr mir immer noch einzelne Menschen, wo ich evangelisiere, wo ich dann auch noch mal einen Auftrag habe. Dann schreibe ich die Bücher und ich habe so die letzten Wochen ein bisschen so den Eindruck gehabt, oh ja, die Leute, die freuen sich so auf Treffen und auf Live und das kam auch zurück, ach, das war so schön, der Livestream, der Zoom, da hat man mal die anderen gesehen und so. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich so ein bisschen da zurückgefallen bin, erinnerte mich daran, als ich vor, weiß ich nicht, ich glaube, es war 2019,
mich dazu habe verleiten lassen, zu meinen, ich müsste so eine Plattform betreiben, wo die Menschen sich untereinander vernetzen können, und habe dann auch einzelne Broadcast-Gruppen gehabt, wo die Leute sich austauschen konnten und so, und kam darüber total in Stress, weil in diesen Gruppen die Dinge sich immer so verselbstständigt haben, ja, und ich ja die Aufgabe habe, Wahrheit zu sprechen. Das heißt, mein Fokus ging dann halt zu den Gruppen, oh, ich muss das richtig stellen. Ich kann bestimmte Dinge, die jemand einfach in der Gruppe da so, so hin und her schreibt, kann ich ja nicht lügen stehen lassen. Und es war wirklich eine sehr herausfordernde Geschichte, und ich habe das damals auch auf eine Situation, die dann eben hochkam, habe ich von einer Minute auf die andere, hat der Heilige Geist gesagt, lösche die Gruppen, und zwar jetzt. Und dann dachte ich, okay, dann lösche ich die Gruppen, und zwar jetzt. Und vielleicht der ein oder andere von euch erinnert sich noch daran, was damals so los war. Einige von euch sind neu beim Dienst, ihr habt diese Geschichte nicht live mitgekriegt, ein paar sind von euch noch dabei, die das mitgekriegt haben, und es war gut, ja, es war einfach gut. Ich kam damals im Kleinen in eine Situation, dass ich gemerkt habe, je nachdem, unter welcher Herrschaft Menschen stehen, kann das ganz schnell deinen Dienst zum Kippen bringen oder eben Verleumdungen hervorrufen. Also es war damals eine ziemlich unschöne Geschichte, die da passiert ist. Und so ein bisschen habe ich mich jetzt so nach dem Livestream da drin wiedergefunden. Also Glaubensgeschwister haben zu mir gesagt, weißt du, Claudia, ich glaube, du wolltest jetzt wieder irgendwie den Leuten gerecht werden. Ich weiß nicht, ob das vom Herrn war. Und dann habe ich das eben besprochen und habe dann ja jetzt auch den Livestream für Mittwoch abgesagt und habe, weil das einfach alles zu viel war, habe gebetet, was sind jetzt die Prioritäten, und habe gesagt, okay, in diesen Prioritäten diene ich jetzt. Dazu merke ich, gehört ganz intensiv gerade das Schreiben an dem Arbeitsheft mit dem Gebet. Vorsicht, Falle hat jetzt ein Jahr gedauert. Letztes Jahr im Juli habe ich mit dem Heft angefangen, Vorsicht Falle, und jetzt ist es erst fertig. Also ich werde es euch auch noch in den Broadcast stellen. Online gibt es schon, auch als Kindle. Das sind ja auch alles Dinge, die zu tun sind. Ja, es ist ja nicht nur, dass ich vor der Kamera sitze und zu euch spreche, sondern da gibt es ja einfach noch ganz viel drumherum im Dienst, was organisiert werden muss. Und ich habe mich immer so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich irgendwie zu wenig mache. Es ist natürlich auch meine Achillesferse, ja, dass ich immer den Eindruck habe, ich bin so faul. Es ist natürlich nicht gut. Ja, da arbeitet der Herr auch an mir, dass ich dann denke, oh, ich muss zur Verfügung stellen. Und ich quasi, wenn das dann in so ein ich muss, dann weiß ich immer, okay, Abstand, beten, was ist wirklich jetzt dein Auftrag? Und so hatte ich dann einfach diese Woche auch den Eindruck, nein, biblische Wahrheiten ist jetzt nicht dran, das per Zoom weiterzumachen, sondern so weiterzumachen, wie ich es jetzt mache. Und wenn eben ich, wie jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag, auch Montag, fast durchgängig, zum Teil bis 11 Uhr abends, irgendwie an Arbeitsheften sitze, dann ist es auch gut, wenn ich dann mal an einem Dienstagmorgen oder an einem Samstagnachmittag mal irgendwo hinfahre und gemütlich mal einen Kaffee trinken gehe oder mal am Rhein spazieren gehe. Das muss einfach auch dann drin sein, und da darf ich mich nicht so vom Feind anklagen lassen. Und dann kann es halt auch einfach mal sein, dass sich halt mal ein Video um eine Woche verschiebt, ja. Wo ist das Problem? Also die Sachen sind ja dann auf dem Server und es ist genug da. Und sowieso freue mich schon sehr auf den Bibelstudientag am Samstag. Wer da dabei ist, es wird, glaube ich, richtig gut werden, weil, also ich sag mal so, das Grobthema, ich bekomme das ja immer erst kurz vorher, ich habe es jetzt vor ungefähr anderthalb Wochen bekommen, das Thema, es wird grob darum gehen, tief ins Wort einzusteigen. Also ich glaube, der ein oder andere wird richtig gute Erfahrungen machen mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist, vielleicht wirklich was ihr vorher so noch nie erlebt habt, wenn ihr in der Bibel gelesen habt. Also ich habe so den Eindruck, der Heilige Geist will jeden Einzelnen von uns am Samstag, auch mich, da an Stellen führen, was wir uns eben nicht vorstellen können. Weil wir ja oft so dazu neigen, die Sachen so zu konsumieren, ja, also das neues Video, jetzt muss ich dieses Video schauen, und
Es ist jetzt wieder was Neues, ja. Der Mensch strebt immer irgendwie nach was Neuem. Das ist eine Falle, die muss ich immer auch im Dienst im Blick behalten, dass ich da nicht reintappe, dass ich meine, ich muss jetzt die Dinge irgendwie anders machen, damit die Menschen zufriedengestellt werden. Es gibt in der Welt so einen Satz, auch im Business, never change a running system, ja. Also verändere nichts, was funktioniert, ist ein Motto in der Welt, dem bin ich damals gefolgt. Wenn etwas funktioniert, dann macht das weiter, ja, dann... Es ging ja damals auch viel um Erfolg. Never change a running system oder ein running team. Ja, ein Team, das funktioniert, reißt man nicht auseinander. Es ist Dummheit, wenn man sowas tut. Und sowas gibt es eben auch im Glauben. Wenn Gott mir was zeigt und es funktioniert und ich merke, das ist richtig so, und dann sollte ich das so weitermachen und sollte nicht meinen, oh ja, da muss man jetzt was Neues bringen und das muss jetzt irgendwie besser werden und professioneller oder wie auch immer. Wenn etwas funktioniert, dann funktioniert. Und es hat sich einfach gezeigt, dass so wie ich es jetzt mache, dass das funktioniert. Und ich habe gerade gestern mit einer Glaubensschwester gesprochen, wo es eben darum ging, es war jemand, den der Herr mir anvertraut hat, wo ich viel harte Worte gesprochen habe. Es war zum Teil wirklich, puh, ja, nicht einfach mit uns beiden, aber die mir gestern wirklich fast unter Tränen, und das rührt mich jedes Mal wieder, gesagt hat, Claudia, ich bin dir so dankbar, dass du dran geblieben bist. Und dann hat sie was gesagt. Sie hat gesagt, weißt du, früher habe ich auch deine Beiträge immer so nebenbei gehört und habe gedacht, ja. Sagt sie, das ist jetzt ganz anders. Ja, seit ist halt eine Sache ziemlich durchgebrochen. Und da habe ich auch radikal Wahrheit gesprochen. Und als das durchgebrochen war, sie sagte, als das durchgebrochen ist, jetzt höre ich und sehe deine Beiträge ganz anders und ich merke, wie es tief reingeht und wie das, was du sagst, mich verändert und wie der Herr zu mir spricht. Also es ist einfach eine gute Sache, so zu machen, wie ich es mache, nämlich per Audio zur Verfügung zu stellen, per Video zur Verfügung zu stellen und auch per Text zur Verfügung zu stellen, eben an diesen Heften zu arbeiten oder immer mal einzelne Kapitel zu extrahieren. Ja, ich glaube, da wird es nächstes Jahr werden wir da auch ein bisschen tiefer einsteigen. Also ihr merkt, wie der Herr den Dienst auch vielfältig macht, ja. Und das ist ja was er tut. Und so, glaube ich, wird nächstes Jahr halt auch nochmal, in Anführungszeichen, wird er andere Schwerpunkte setzen. Und so, glaube ich, wird es die nächsten 20 Jahre weitergehen oder 30 mit dem Dienst. Es werden sich Dinge immer wiederholen, weil der Herr es wiederholen will. Und es werden Dinge immer irgendwie anders präsentiert, weil der Herr sie anders präsentieren will. Aber dieses Präsentieren dieser Arbeitshefte, wie jetzt biblische Wahrheiten, war einfach so, wie es vorher war, perfekt. Und der Zoom wäre ein Abstrich dessen. Weil zum Beispiel auch, ich habe im Zoom gefragt, hat jemand Fragen und so, und da kam halt nicht wirklich was. Und dann haben wir dann Zeugnisse erzählt. Aber dann war der Zoom rum und dann kriege ich E-Mails mit Fragen. Ja, weil die Leute dann doch nicht im Zoom Fragen stellen. Also wofür dann einen Zoom machen, um Fragen zu beantworten, wenn die Fragen danach doch per E-Mail kommen, was ihr immer tun könnt. Ja, schreibt Mail, auch, ihr könnt auch per Telegram schreiben oder sprechen, aber der Herr hat mir gezeigt, ich soll überwiegend in E-Mail antworten, ja, weil das einfach auch wieder geschriebenes Wort ist, wie die Briefe auch, die Paulus geschrieben hat. Und manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, manchmal kriegt man halt nicht direkt eine Antwort, aber in der Regel habe ich jetzt, glaube ich, bisher jede Mail irgendwo beantwortet. Also so viel da zum Zoom. Also wir werden die biblischen Wahrheiten so weitermachen und ich werde schauen und halt weiter darüber beten, jetzt für den Ende Juni den Zoom, den habe ich jetzt erstmal drin stehen lassen, werde ich jetzt sehen, was der Herr mir zeigt, habe den jetzt nicht auch Hals über Kopf gecancelt, sondern das werden wir dann einfach sehen, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, dieses Format hier, auch mit der neuen Technik, ist einfach jetzt das, was einfach gut ist. Und wo ich einfach auch merke, das bringt mich nicht in die Bredouille. Und ich bin, er hat mir eine Bibelstelle gezeigt, die habe ich euch ja auch im Broadcast dazu zitiert, wo Jesus eben vom Heiligen Geist spricht. Ja, es ist wie der Wind halt. Man wird halt von einem zum anderen irgendwie gebracht und mein Alltag
ist auch so, dass ich morgens oder am Abend vorher grobe Struktur kriege, was heute irgendwie dran ist. Und dann stressen mich so fixe Termine. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie biblisch ist. Ja? Also ich erinnere mich immer an Maria Brillat, die mal erzählt hat in Afrika, dass das halt so typisch europäisch ist, dass man halt bestimmte Termine braucht. Ja, man muss irgendwie wissen, was ist der Ablauf und so. Und der Herr hätte mal zu ihr gesagt, meine Jünger wussten immer am Abend, was sie heute zu tun hatten. Und dass das einfach in Afrika so ist. Und ich kann das einfach bestätigen. Also bei mir ist das auch so. Am Ende des Tages weiß ich, was dran war. Also es gibt bestimmte Dinge, die der Herr mir zeigt. Und die ich dann halt auch probiere zu tun. Das klappt mal mehr, mal weniger. Ansonsten mache ich es halt am nächsten Tag. Manche Dinge gehen auch mal verloren. Aber ich bin bestrebt und bemüht, da mein Bestes zu geben. Auch wenn ich da nicht fehlerfrei bin, wie wir alle. Aber im Großen und Ganzen probiere ich das schon. Und ich habe halt immer wieder das gehabt, wie soll ich sagen, wisst ihr, so in viele Online-Gemeinden auch, die haben feste Termine, ja. Dann hat man da, ist der Gottesdienst und da geht man sonntags um 11 Uhr hin und da wird es dann übertragen live. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das, also habe ich wirklich aus tiefstem Herzen meine ich das so, dass das für manche nicht wichtig ist. Also ich weiß, wir haben ja jetzt gerade, dass sich halt herauskristallisiert, dass sich scheinbar irgendwo erste Gemeinde baut. Ja, das irgendwie haben wir das immer schon so ein bisschen geahnt, aber jetzt passiert das halt und dass wir merken, an einem Platz fängt Gott jetzt an, Gemeinde zu bauen, unter irgendwie Claudia Hofmann oder halt mit dem, was ich mit meinen Materialien wo der Herr jemanden einsetzt. Und ich merke einfach, dass das so richtig ist, dass ich dorthin fahre, wie es Paulus gemacht hat, dort, wo die Gemeinde entsteht und einfach auch da für diejenigen, die da leiten, ja. Meine Stimme geht weg, ist immer ein Zeichen dafür, mal ein bisschen auch genauer hinzuhören. Dass ich halt da bin für die, die da, sage ich mal, vor Ort sind und denen wiederum der Herr Menschen anvertraut. Ich habe auch seit 2018 immer wieder den Eindruck, dass ich zu Leitern sprechen soll oder dass Leiter hervorgehen aus meinem Dienst. Ich habe immer wieder den Begriff Leiterschaft. Und das kristallisiert sich halt raus an einer Stelle. So wie es eben halt damals auch bei Paulus war, dort eben mit zur Seite zu stehen und he zu helfen, Fragen zu beantworten und zu gucken, dass dort eben starke Gemeinde gebaut wird. Das sind alles so Dinge, die halt einfach so zusätzlich gerade so mit dem Dienst mitkommen. Und so merke ich, dass ich eben. Also und dort halt, jetzt sage ich mal gerade halt dort vor Ort, um diesen Kreis zu schließen, glaube ich einfach, dass es Menschen gibt, für die bestimmte Termine oder die halt einfach wissen, ah, da kommt das und das, ah, da haben wir das und das und ah, da gibt es jetzt einen Termin, ja. Es ist einfach eine Struktur, ja, die sie irgendwie brauchen. Und dort merke ich zum Beispiel bei einer Glaubensschwester, für die das richtig gut ist, ja, wenn die weiß, freitags, mittags, 15 Uhr habe ich einen Termin und da kommen Leute und dann spreche ich mit denen über das Wort Gottes oder dann und dann habe ich drei Leute und mit denen wir lesen in der Bibel oder wie auch immer, da habe ich einen Termin und da fahre ich irgendwo hin oder da soll ich telefonieren. Das hilft dieser Person, ja, es ist für diese Person genau das Richtige, aber für mich überhaupt nicht. Ja, mich stresst es, wenn ich mittwochs abends 18 Uhr einen fixen Termin habe, stresst mich das schon samstags. Weil ich denke, oh weh, oh weh, oh weh, kriege ich jetzt irgendwie alles gemacht. Ja, und was der Geist Gottes mir irgendwie so zwischendrin aufträgt, ne? Was ich ja irgendwie noch nicht weiß vorher. Und so ist es für mich einfach gut, flexibel zu sein und die Videos dann zu machen, wenn ich merke, ah, jetzt ist gerade die Salbung da, ja, jetzt ist gerade die Salbung vom Herrn auf mir, dieses Video zu drehen. Und dann habe ich eine Woche oder 2 Wochen Zeit oder bei manchen Videos vielleicht länger, je nachdem, was ich tun soll. Aber dann weiß ich, jetzt ist der Zeitpunkt und dann kann ich vor die Kamera gehen und kann das machen. Und das ist beim Zoom eben nicht so, sondern das ist dann so ein bisschen auf Abruf, ja. Also für mich einfach nicht das Richtige. Ja, für andere vielleicht schon, aber für mich nicht das Richtige. Und so heute einfach, ja, biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft, wie vorher, ja, wie vorher gehabt.
Genau, und wie es dann weitergeht mit den Zooms, das sehen wir dann. Und Live-Treffen haben wir ja dann jetzt auch. Also das habe ich auch den Eindruck, das soll auch so sein mit den Bibelstudientagen und mit den Treffen. Und ja, wir sehen, wie der Herr das weiter ausbaut. Okay, wir sind gerade an anderer Stelle beim Thema Heiligkeit. Wir müssen über die Heiligkeit Gottes sprechen. Das Video 6 wird das nächste Video sein, das ich drehe. Ich dachte, ich soll dort über das Dienen sprechen. Aber ich soll in dem nächsten Video zur Heiligkeit über das Thema Frucht sprechen. Das wird jetzt auch sein, werde ich die nächsten Tage drehen. Die nächste Woche werde ich sehen. Ich denke, bis nächste Woche wird es da sein. Aber für biblische Wahrheiten kam jetzt heute das Thema Dienen. Und dazu bin ich in der Seite 6, auf der Seite 26. Ich werde es jetzt wie vorher machen, euch erst das Foto in die Kamera halten und dann werde ich euch aber auch noch Zeichnungen dazu machen. Ja, das ist also das Video. Ihr findet es ja im Arbeitsheft, hoffentlich seht ihr jetzt, und auch im PDF. Das könnt ihr euch dann herunterladen. Und es geht also darum, dass wenn wir dienen, dass wir überfließend dienen. Ja, also bei diesem ersten Bild, ich male es euch auch gleich hier nochmal auf, da ist es so, wenn ich selbst nicht gefüllt bin und ich diene jemand anderem, ist es hinterher so, als wäre etwas von mir weg. Ja, also als hätte ich einfach weniger wie zuvor. Das ist so das Thema, wo wir halt reingehen und dann müssen wir gefüllt werden wieder und so weiter. Das ist nicht, wie wir dienen sollen, sondern wir dienen so, ja, weil wir überfließen, ja, von der Gnade Gottes, weil wir alles im Überfluss haben von Gott, können wir jetzt anderen abgeben. Das ist ein ganz anderes Dienen, wie das, was viele tun. Weil viele dienen doch aus, wie soll ich sagen, ja, aus sich selbst heraus, ja, irgendwo aus dem Fleisch. Also das ist irgendwie so unser Thema. Und ich habe jetzt so den Eindruck, dass ich mal euch das nochmal aufzeichne. Ich muss mal gucken. Oh, jetzt ist da. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht immer so die Hand da drauf kommt. Dass ich vielleicht mal einen Menschen male mit Armen und Beinen. Bin da nicht so gut drin. Also, wobei, das andere passt besser, das kann ich besser malen. Also seht mir nach, wenn ich da nicht so toll male. Also das eine ist, ich bin ungefähr so gefüllt, ja, vom Wort Gottes, von allem Möglichen. Dann gehe ich hin und diene. Heute sprechen wir mal so anderen Menschen. Ja, also ich diene anderen, so wie der Herr mich irgendwie einsetzt. Und wenn ich nicht mit der Quelle verbunden bin, wie Jesus sagt, ja, in Johannes 15, aus euch heraus könnt ihr nichts tun. Ja, wenn ich also aus mir heraus was tue, dann wird es so sein, dass ich hinterher ungefähr so bin dann. Ja, dann habe ich also hinterher habe ich weniger und dann wird es halt für mich irgendwie schwierig. Das ist so, wie wir es nicht machen sollen. Ja, also das hier ist wirklich, das ist quasi Lüge. Ah, ich muss das mal anders dahin legen, dass dann besser wird. Oh, jetzt habe ich echt fast 14 Tage das nicht benutzt und dann merkt man das schon wieder. Lüge. Muss erst wieder den Dreh rauskriegen. Das ist die Lüge. Und richtig ist es, wenn wir quasi übervoll sind, ja, also übervoll, ja, wir bekommen das von oben, von Gott, ja, Gott füllt uns mit allem, was wir brauchen. Wir haben also, wie wir es in dem Teil 5 hatten, zuerst diese Beziehung wir mit dem Herrn, ja, das füllt uns. Wir haben das Leben, das heißt, wir werden halt auch gefüllt, da sprechen wir dann in der Reihe Heiligkeit noch mal weiter drüber. Wir werden eben auch gefüllt automatisch, wenn wir auf den richtigen Wegen wandeln, weil wir dann halt im Leben sind, ja. Und wenn wir dann eben anderen Menschen dienen, ja, dann immer noch dienen, dann haben wir danach immer noch Fülle. Ja, also hier sind wir quasi überreich.
Ja, hier sind wir überreich. Wir bekommen von Gott überreich und aus diesem Überreichen dienen wir. Das heißt, wir sollten nach dem Dienen genauso voll sein wie, ja, einfach voll, 100%, ja. Also hier 100%, weil wir aus unserem Überfluss herausgeben. Und das ist oft auch eine Haltungsangelegenheit, ja. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Finanzen einfach nochmal gehen, was ist meine Haltung? Wie sehe ich mich selbst? Wenn ich mich selbst in einem Mangel sehe, dann ist es einfach nichts, ja, es ist einfach auch eine Lüge, sondern wir sind im Überfluss, wir haben alles im Überfluss bekommen. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man in ein gutes Fundament kommt, dass wir zuerst, ja, also wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir empfangen zuerst und dann geben wir, ja, also erstens. Irgendwie habe ich dann das letzte Mal stehen gehabt. Ich weiß gar nicht so. Ich glaube, ich hatte es so. Erst empfangen wir und zweitens geben wir. Ja? Also erst empfangen wir und dann geben wir. Und viele wollen geben, um zu empfangen. Das ist, glaube ich, falsch. Ja, es ist, wenn man dann in die Bibelstelle geht, gibt, so wie dir gegeben werden, ja, ein überreiches Maß, ja, ein gedrücktes, geschütteltes Maß wird in euren Schoß gegeben werden, dann könnte man ja jetzt sagen, ja, aber ich muss doch jetzt erstmal geben, um dann irgendwie zu bekommen, ja. Das ist, ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Kontext wir das sehen, weil wenn wir erst einmal sehen, gemäß Römer, Römer 12, 1 und 2, dass wir uns hingeben als lebendiges Opfer. Ja, also erst geben wir uns einmal Gott hin als lebendiges Opfer. Und wenn wir uns als lebendiges Opfer hingegeben haben und wir haben das Evangelium empfangen und wir haben die Fülle und den Segen bekommen, den uns Jesus vom Kreuz her gebracht hat, dann sind wir ja nicht mehr, dann ist ja unser Geben ein Geben aus der Fülle, ja, und nicht ein Geben aus dem Mangel. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also werden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Also was habe ich mir für Stichpunkte dazu gemacht? Also wichtig ist, glaube ich, dass wir uns immer prüfen, okay, wo bin ich da jetzt gerade? Das ist zum Beispiel etwas, da achte ich wirklich auch im Dienst drauf. Also ich gehe nicht vor die Kamera oder ans Handy oder spreche einen Beitrag, wenn ich den Eindruck habe, dass ich gerade nicht in der Kraft Gottes bin. Also das ist wirklich so ein Prinzip, das ich habe. Ja? Dann ziehe ich mich erst zurück, dann muss halt mal was warten. Ich gehe erst dann, wenn ich weiß, ich bin in der Kraft Gottes. Und das tun viele nicht. Ja? Viele rennen halt einfach blind drauf los. Ja? Zudem tun sie dann noch Dinge, die Gott ihnen vielleicht nicht unbedingt aufgetragen hat. Und sie, ja, tun halt einfach irgendetwas Frommes, statt das zu tun, was Gott ihnen irgendwie gezeigt hat. Was habe ich dazu geschrieben? Gehen wir mal da rein ins Heft. Jesus warnt uns und sagt uns, wenn ein Blinder einen Blinden führt, kommen beide zu Fall. Matthäus 15, 14. Lesen wir mal, was da steht. Ich lese mal ab dem Vers 12. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm. Weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Ja, es sind harte Worte von Jesus.
Ja, und dann sagt er weiter, lasst sie, sie sind Blindenleiter, wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Ja, wir haben außerdem passend dazu das Gleichnis, was siehst du, den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, damit du klar sehen kannst und dann kannst du dem anderen helfen, den Splitter aus dem Auge zu ziehen. Und ich sehe einfach sehr viele selbsternannte Leiter, Apostel, Propheten und so weiter und so weiter und so weiter und sehe einfach, dass sehr, sehr viel schief läuft im angeblichen Leib Christi, weil ich glaube, viele sind eigentlich noch gar nicht auf richtigen Wegen und noch nicht auf Felsen gegründet. Und Jesus warnt hier, ja, er warnt uns davor, Blindenleiter zu sein. Also das heißt, als erstes selber sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das ist auch so ein Prinzip von meinem Dienst. Es kommt immer mal wieder, dass jemand sagt, oh Claudia, kannst du darüber reden? Ich sollte schon über Ernährung reden, über Beziehungen, über dieses und über jenes. Und ich tue es nicht, weil ich noch nicht den Eindruck habe, dass ich darüber reden soll. Und auch bei vielen Dingen immer noch den Eindruck habe, Gott möchte mir dazu noch bestimmte Dinge zeigen. Also spreche ich erst dann über die Dinge, wenn ich glaube, dass ich darüber reden kann. Also wenn ich den Eindruck habe, Gott hat mir jetzt so einen Blick darauf gegeben, dass ich jetzt zuverlässig darüber sprechen kann, was ich glaube, was er mir gezeigt hat. Und das machen eben viele nicht, ja. Also ich kenne zum Beispiel einen Dienst, der für mich echt absolut den Bach runtergegangen ist, was mir sehr leid tut für die Person, wo ich aber glaube, diese Person hat einfach nur etwas genommen, eine Lehre, die sie gehört hat und war begeistert und fing dann an, diese Lehre weiterzugeben, ohne wirklich das Ganze Gott hinzulegen, zu prüfen, zu beten, ist das deine Wahrheit? Was willst du mir sagen? Also ohne selbst erstmal fest zu werden. Und dann krachen diese Kartenhäuser einfach ein. Und zum Teil geht es den Menschen dann auch richtig schlecht. Es gibt viele Gläubige, denen geht es richtig schlecht. Und ich glaube, dass eben vieles aus dieser Selbstsucht kommt und auch aus Irrlehren, die, was das Dienen angeht, Menschen sagen, ja, du musst rausgehen, ja, wir müssen Kranke heilen, wir müssen Tote vom Leben auferwecken, wir müssen Hände auflegen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Das ist der Wir, geht hinaus, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt die letzten 14 Tage hat der Herr mir was aufs Herz gegeben in meinem privaten Umfeld. Da bereitet er mich seit 14 Tagen drauf vor, wo ich einfach merke, dass er mich wohin schickt, ein lebendiges Zeugnis zu sein. Ja, das ist, dann verkünde ich auch das Evangelium. Ja, das ist unser Auftrag. Verkünde das Evangelium, ja, bis an die Enden der Erde, macht die Menschen zu Jüngern, aber wir wollen es auf seine Weise machen, nicht auf unsere Weise. Jesus hat das so auch nicht getan, glaube ich nicht. Er hat das getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er hat an anderer Stelle, hat er, wo die Menschen gewartet haben, könnt ihr in der Apostelgeschichte lesen, glaube ich. Ich glaube, da steht, ich gucke, dass ich es euch raussuche. Ansonsten findet ihr es auch selber, wenn ihr mal ein bisschen guckt. Da war es eben, oder wenn ihr Apostelgeschichte lest, da war es so, dass die Leute gewartet haben. Er hat am Tag vorher wohl einige geheilt und die Menschen haben gewartet, ja, die Massen haben gewartet, geheilt zu werden. Und ein übereifriger Jünger, der einer falschen Lehre folgt, würde jetzt zu dieser Masse gehen und würde sagen, ja, Gott hat uns hier aufgetragen, wir sollen Hände auflegen, wir sollen Kranke heilen, wir sollen Dämonen austreiben. Ja, das ist richtig, das hat er uns aufgetragen. Aber primär ist das, was hat Gott mir aufgetragen, ja, dass ich das erfülle. Wie ich jetzt die 14 Tage, auch als ich diesen Livestream abgesagt habe, weil der Herr mir noch zusätzlich etwas gegeben hat, wo ich wusste, da muss ich gerade evangelisieren. Ja, da hat er mir gerade eine Person aufs Herz gegeben, wo ich einen Auftrag habe. Und das ist etwas, da muss ich jetzt Ruhe haben und ich muss besonnen sein und ich will Gott lauschen, ich will seine Stimme hören, was er sagt, was jetzt für diese Person genau das Richtige ist. Was will Gott? Was soll ich da hinbringen? Was hat Gott ganz konkret für diese Person, damit er dann an dieser Person weiterarbeiten kann, zum Beispiel?
Und wenn ich halt dann diesen Lehren folge, ja, wir müssen das Evangelium verkünden, wir müssen Hände auflegen, dann wäre es ein, in Anführungszeichen, Jesus gewesen, der gesagt hat, oh ja, das ist ja mein Auftrag, dass ich Kranke heile und Hände auflege und Dämonen austreibe. Das ist ja das, was ich gemacht habe. Dafür hat der Vater mich ja gesendet. Und sie kamen, also die Jünger haben gesagt, Jesus, die stehen da, die, sag's mal mit meinen Worten, die wollen Heilung. Und Jesus hat gesagt, ich muss auch in die anderen Städte gehen, die gute Nachricht verkünden. Das heißt, Jesus verlor nie aus dem Blick, welchen persönlichen Auftrag er von seinem Vater empfangen hat. Und das gilt für uns auch. Und es gibt zum Beispiel ein Zeugnis, das mich sehr bewegt hat, wo ein Mann darüber sprach, dass er Christ war und dass er einen Herzinfarkt hatte und er ist in die Hölle gegangen und Jesus war gnädig mit ihm und hat ihn zurückgeschickt. Und seine Aufgabe ist jetzt den Menschen zu sagen, dass viele Christen es auf ihre Art machen. Und es gilt, also dieses Zeugnis, das geht mir jedes Mal, wenn ich das höre, geht mir das durch und durch, weil es im Einklang ist mit dem Zeugnis, als ich mitten in der Nacht diese Kraft Gottes in meinem Schlafzimmer hatte, dieses zweite Zeugnis, findet ihr auch im Mitglieder- und Partnerbereich und der Zeugnisse, wo ich diese Kraft Gottes in meinem Schlafzimmer hatte, diese Präsenz und ich Ehrfurcht hatte, mein Herz hat geschlagen, ich hatte keine Angst vor Gott, ich hatte nicht den Eindruck, Gott liebt mich nicht, ich bin jetzt hier im Gericht, aber ich hatte Ehrfurcht, ja, ich hatte so eine Ehrfurcht vor dieser Kraft Gottes und ich habe laut gesagt, Jesus, ich werde nur dir dienen. Und dieses Zeugnis von diesem Mann, der in der Hölle war, passte, also wie er das erzählt hat, passte genau zu dieser Ehrfurcht, in der er das erzählt hat, passte für mich genau dazu, wie ich das erlebt habe. Und er hat eben gesagt, dass Jesus einen eigenen Standard hat und dass sein Standard gilt, nicht unserer. Dass er eben viele gute Dinge getan hat als Christ, viele fromme Dinge getan hat, aber dass das nicht gereicht hat. Das ist natürlich, könnte man jetzt sagen, oh, ist das jetzt Werksgerechtigkeit? Ja, wir leben noch nicht mehr der Werksgerechtigkeit. Stimmt, wir leben nicht in der Werksgerechtigkeit, wir bekommen Lohn für unsere Taten, aber der Punkt ist, wenn wir uns nicht als lebendiges Opfer hingegeben haben und unseren eigenen Willen begraben haben, wenn wir eben quasi sagen, oh ja, wir folgen Jesus nach, aber wir machen halt die Dinge, die uns irgendwie gefallen, ja, das ist einfach das, was uns halt angenehm ist, wie viele Christen das tun, dann könnte es so sein, ich will darüber nicht urteilen, das steht alleine Gott zu, aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, Ermahnungen auszusprechen. Denn wenn jemand keine Ermahnung ausspricht, wie soll jemand überführt werden, wenn er selber unter Umständen diese Warnungen Gottes nicht hört in seinem Leben, weil er verblendet ist? Es muss also eine Warnung irgendwo von außen kommen, von Christen, bestimmte Dinge vielleicht zu prüfen, ja, oder dass der Heilige Geist sprechen kann. Und so sehe ich dann auch dieses Video, ja, dass man einfach sagen kann, okay, wir wissen es nicht. Es kann eines Tages so sein, dass Jesus sagt, geh mir aus den Augen, ich habe dich nie gekannt, weil du hast nicht meinen Willen getan, sondern deinen Willen. Und das halte ich beim Dienen einfach für sehr wichtig. Ich habe im Übrigen auch den Eindruck, dass ich da wahrscheinlich so eine ganze Reihe machen soll oder ein ganzes Arbeitsheft und über das Dienen sprechen soll. Also mach's in diesem Zeugnis, wo dieser Mann eben in der Hölle war, ging es darum, es nicht auf die Art und Weise gemacht zu haben, wie Jesus das wollte, sondern auf die eigene Art und Weise. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel Jesus gewesen. Jesus hätte dann gesagt, oh ja, die müssen ja geheilt werden und wir müssen da Dämonen austreiben und all diese Dinge tun. Das mache ich jetzt, ja. Aber den eigentlichen Auftrag, dass ich die gute Nachricht verkünden soll, dass Gott Frieden mit den Menschen gemacht hat, das vernachlässige ich. Es ist doch viel wichtiger jetzt, dass die Menschen hier geheilt werden. Jesus vergaß seinen Auftrag nicht. Und ich glaube, dass jeder von uns einen solchen Auftrag hat oder bekommt. Und wenn du jetzt noch nicht so einen Auftrag hast, dann ist es vielleicht einfach mal dran, dich selber füllen zu lassen, ja, so wie ich das eben aufgemalt habe, ne? Und dann ist es vielleicht für dich einfach dran, dass Gott erst einmal anfängt,
dich über das Wort hier zu füllen, ja, bis du überhaupt überfließt, ja, du fließt vielleicht noch gar nicht über. Und dann kann es einfach sein, dass Gott das noch nicht, dir da noch nichts gegeben hat. Die Frage ist natürlich auch, oder nicht eine Frage, es ist eine Tatsache, dass wenn wir Aufgaben bekommen, gehen die nicht so, ja. Also es ist nicht, dass wir quasi hier vom Großen zum Kleinen Aufgaben bekommen. Das muss man kann mal eins dicker machen. Ja, dass wir quasi, viele wollen schon absolut, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Und ich halte das für gefährlich, ja, weil wenn ihr mal, also es gibt ein Video, das habe ich, da habe ich eine alte Geschichte aus dem Coaching aufgegriffen. Und zwar nennt sich das Bedürfnispyramide. Ich glaube, wenn ich mir hier was drunter lege, dann tappe ich nicht da drauf. So. Man muss so freischreiben, da muss man sich erstmal so ein bisschen gewöhnen. Also da spreche ich in einem Video von der Bedürfnispyramide. Ich muss mal gucken, dass ich euch dieses Video vielleicht auch nochmal verlinke, weil es dort auch um Verführung geht, ja, vom Teufel. Und diese Bedürfnispyramide, die hat dann halt, nein, stimmt nicht, das stimmt nicht. In dem Video geht es um die logischen Ebenen der Veränderung. Das ist nochmal was anderes, aber es gibt eben auch so eine Bedürfnispyramide. Dazu habe ich kein Video gemacht, ist aber jetzt auch nicht. Jetzt habe ich hier mit dem statt mit dem Stift mit Radierer weitergemacht. So, jetzt wäre wieder ja gut. So, in dieser Bedürfnispyramide, die man auch in der Persönlichkeitsentwicklung lehrt. Also es ist etwas, was man einfach in diesen gängigen Seminaren findet und zudem halt auch leider, leider, leider auch mittlerweile halt in christlichen Kreisen, weil sich dort eben diese Lehren eingeschlichen haben. Und dort geht es quasi am Ende um quasi Sinn und Berufung. Ja, also was ist so das Höchste? Persönliche, ja, dieses Persönliche, was ist diese, was ist das, diese persönliche Berufung? Und das sehe ich auch so ein bisschen, ja, so ein Trend, dass man halt nicht erstmal jünger macht, das heißt Lernende erstmal die Menschen aufbaut, sondern dass man direkt kommt jetzt einer zum Glauben und jetzt muss er wissen, was ist meine Berufung, ja. Also ich erinnere mich an eine Frau, die kam zum Glauben und dann war recht zeitnah, ich weiß nicht, innerhalb von einem Monat sagte sie zu, ging es dann darum, Claudia, was sind die Gaben des Heiligen Geistes, ja? Also was ist jetzt mein persönlicher Auftrag? Ich will jetzt wissen, was Gott für mich vorgesehen hat. Und ich habe gedacht, na fang doch erstmal an nachzufolgen, ja? Fang doch erstmal an von Jesus zu lernen und aus dem Wort zu lernen. Beispiel dazu, gestern, ein gutes Zeugnis dazu, gestern habe ich hat der Herr mich geleitet zu einem Video von Open Doors. Da gucke ich ab und zu mal rein. Es ist nicht, dass ich das regelmäßig gucke, aber da hatte ich den Eindruck, ich soll das eben mir anschauen. Und aber habe es auch gar nicht ganz angeschaut. Es ging um einen entscheidenden Satz. Es ging um den Gründer da von Open Doors und dass er halt eben in ein Land kam, ich weiß jetzt gar nicht, welches das war. Und es ging halt dort um Kommunismus und die Christen, die unterdrückt werden und er dann halt im Gottesdienst war. Und er sagte, die hatten keine Bibeln. Und er hat die Christen, also die Geschwister, gefragt, was wünscht ihr euch von mir? Und sie haben geantwortet, eine Bibel. Wir wünschen uns Bibeln. Werde ich noch einen Audiobeitrag dazu machen, hat der Herr mir aufgetragen. Dann gibt es an zwei Stellen mal als Wiederholung, weil das echt eine Aussage ist. Wisst ihr, was ist uns wichtig? Wisst ihr, diesen Menschen, die folgen nach, die wollen Gott nachfolgen und das Wichtigste für sie ist, dass sie eine Bibel haben. Warum? Weil die Bibel das Wort Gottes ist. Weil sie wissen, wenn ich das Wort Gottes habe, habe ich alles, was ich brauche. Da habe ich Anweisung von Gott. Da kann Gott mit mir sprechen. Ja, die Bibel war ihnen das Wichtigste. Was kann ich für euch tun?
Ja, Bibel. Wenn ich heute Christen frage, klar, was kann ich für dich tun? Oh, machen Live-Zoom, wir wollen uns treffen, wir wollen Lobpreisabend, wir wollen dieses, wir wollen jenes. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir in dieser Welt gerade, wir hier in Europa, die wir so viel haben, dass wir das Kleine wieder schätzen lernen. Wisst ihr, wir haben nicht nur eine Bibel. Uns gibt man nicht nur eine Schlachter 2000 oder eine NGÜ oder eine Hoffnung für alle oder eine Luther und dann ist man darauf begrenzt. Ja, wir haben Bibel-Apps, wir können mittlerweile in griechische Urtexte gehen, wir können sie in allen möglichen Sprachen, dank Luther haben wir es eben auch in Deutsch. Wir können in verschiedene Übersetzungen gehen, um zu gucken, was will der Geist Gottes uns sagen, wo will er uns haben, wo will er uns überführen, wo will er uns ermahnen, wo will er uns ermutigen. Und die Menschen streben halt nach diesen höheren Dingen. Und das halte ich für eine gefährliche Sache. Also es ist nicht so, wie ich es hier eben aufgemalt habe, ja, dass es darum geht, was ist das Höchste, was ich tun kann. Ja, das ist eben das, was viele wollen. Sondern Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, ja, wer hier treu ist, wer da treu ist, ja, wer da treu ist im Kleinen, ja, bedeutet dienen, ja, dem Vater zu dienen, ein lebendiges Vorbild zu sein, ein lebendiges Zeugnis zu sein. Ich habe diese eine Evangelisationsgeschichte, was ich jetzt so seit 14 Tagen weiß und wo ich jeden Tag drüber bete, Herr, was ist wichtig? Ich habe mir Notizen gemacht, was willst du, dass ich dieser Person sage? Und der Kern dessen, was ich tun soll, ist, sei ein lebendiges Zeugnis. Ich gebe dir jetzt die Dinge, über die du erzählen sollst aus deinen letzten 4 Jahren. Also mittlerweile, ich sage immer 3,5, aber mittlerweile bin ich jetzt 4 Jahren im Glauben. Sei ein lebendiges Zeugnis. So, und das ist nichts in Anführungszeichen Großes, ja. Da habe ich nicht 20 Dinge. Und dann kommen halt Prediger daher und sagen, und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wunder tun, die ich getan habe, und ihr werdet noch größere tun und so weiter. Ja, das ist alles richtig, aber es ist ein Weg, ja. Und Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, dem kann ich auch Größeres anvertrauen. Und ich glaube, dass mein Dienst, es gab welche, die haben gesagt, weißt du, Claudia, ich habe gar nicht geglaubt, dass du es 3 Jahre schaffst. Ja, mittlerweile sind es fast 4 Jahre. Das erste Jahr ist fast ausradiert, weil alles das, was ich da an Videos gedreht habe, habe ich mir von gesetzlich orientierten Christen stehlen lassen, weil ich Angst hatte, dass ich was falsch gemacht habe. Und ich habe auch vieles vielleicht noch nicht so in der Sprache der Bibel gesprochen, aber vom Kern war es die gleiche Botschaft. Und eine Glaubensschwester zum Beispiel, die schaut sich immer wieder die 2 Teile an, vom Sünder zum Heiligen Kind Gottes, obwohl das ja aus 2019 ist. Und sie sagt immer wieder, sie sagt, oh Claudia, es ist zwar aus 2019, aber das hilft mir immer so. Und sie hat es schon vielen weitergeleitet, die gerade am Anfang stehen. Sie sagt, weißt du, Claudia, für die achten da noch nicht drauf, wie du das da gesagt hast, ja, während halt Christen, die schon länger Christen, die achten dann schon darauf, ja, wie spricht denn jemand, ja, wie werden da Bibelverse zitiert und so, auch ganz spannende Geschichte. Aber es geht für uns darum, im Kleinen treu zu sein, ja, dient mal im Kleinen. Ich habe hier im Kleinen gedient, ich bin da manchmal so ausgeflippt und wurde wütend über meine Tochter. Dann habe ich gesagt, Herr, die wisst ihr, die kommt hier nach Hause, dann hat man so eine richtige Spur hier. Das fängt an der Haustür an, dann geht das in ihr Zimmer und dann geht das weiter bis ins Bad, wo sie auf die Toilette geht. Und so kann ich dann halt dahin herräumen. Und was hat mich das also aufgeregt? Und dann hat der Herr gesagt, was regst du dich auf? Räum ihr hinterher. Ich räum dir doch auch hinterher. Wisst ihr, das ist im Kleinen dienen. Und so habe ich, weiß noch, ich habe das damals auch einer Glaubensschwester erzählt, die auch Kinder hat. Da habe ich gesagt, weißt du, der Herr hat mir ganz klar gesagt, ich soll hinterher räumen. Er räumt mir ja auch hinterher. Und er sagt sie, Halleluja, preis den Herrn, das muss ich mitnehmen. Und das heißt, einfach im Kleinen treu zu sein. Und eben dann, jetzt weiß ich, es ist mein Dienst, dass wenn morgens meine Tochter aus dem Haus ist, da habe ich schon Zeit mit dem Herrn gehabt, weil ich früher halt dann aufstehe.
Manchmal habe ich auch die Zeit mit dem Herrn hinterher, aber ich weiß halt, es ist mein Dienst auch hier als Mutter und vielleicht später auch dann als Ehefrau, wenn ich noch mal heirate, wenn der Herr das will und wenn er mir da gnädig ist und mir jemanden schickt, dann weiß ich, dann ist da auch ein Teil mein Dienst eben dafür zu sorgen, dass hier zu Hause alles ordentlich ist und dass es gemütlich ist und das Essen da ist und das eingekauft ist und das gekocht ist. Und Kolosser 3, glaube ich, ist es, dient alles, ja, alles, wir sollen alles tun, als würden wir dem Herrn Jesus dienen. Und viele, glaube ich, für die ist es wichtig, dass die erstmal hier im Kleinen treu sind. Und immer wieder beobachte ich, wie genau die, die eigentlich mal lernen müssen, im Kleinen treu zu sein, da streben so, ah, was ist denn mein besonderes Großes halt, ja. Wisst ihr, Jesus, das, ich glaube, das dürfen wir auch mal nicht vergessen. Das geht so unter, ja. Das geht echt so unter. Jesus war als Kind im Tempel, hat er dort gedient? Nein, er hat den Schriftgelehrten zugehört. Er war im Hause seines Vaters. Es hat 30 Jahre gedauert, bis Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, bis er den Heiligen Geist empfangen hat und dann ging er in den Dienst. Es hat 30 Jahre gedauert. Maria hat als Magd, also wir werden da auch beim Thema Dienen drüber sprechen. Maria, lest euch mal den Lobgesang von Maria durch im Lukas-Evangelium, wo Maria sagt, der geringsten Magd, der deiner geringsten, ja, sie lobt und Gott, dass Gott sich ihr der geringsten Magd zugewendet hat. Das heißt, Maria hat erst einmal eine ganze Zeit lang dem Herrn in dieser, ich habe es schon mal gesagt, im fünften Video gesagt, seht ihr, jetzt bin ich schon so ein bisschen eine halbe Stunde, da fluppt das jetzt schon ein bisschen besser mit den Pfeilen. Ja, dass wir erst hier dieses Horizontal, ja, Gott und wir, diese Beziehung, ja, ich mache es mal grün, Beziehung. Wirklich, wenn ich mal woanders wohne, dann habe ich solche Türen mit Mückennetzen, sodass ich die Mücke hier nicht nerven kann. Da sind zwei Stück, die permanent um mich rum wuseln, sich hier auf das Tablet setzen. Also, genau, also Beziehung. So, das heißt, Jesus, ja, Jesus hat 30 Jahre war er hier im geringsten treu und hat gelernt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erst einmal Jünger sind. Aber innerhalb dieser Jüngerschaft, ja, wird Gott uns klar Dinge auftragen. Er wird immer Gelegenheiten schaffen, dass du dein Zeugnis erzählst, dass du ein lebendiges Zeugnis bist für dein Leben. Auch ein lebendiges Zeugnis einmal, dass du erzählst, wie du zum Glauben gekommen bist, aber auch ein lebendiges Zeugnis, dass die Leute sagen, hey, da ist irgendwas anders, ja. Und es hat 2 Jahre gebraucht hier in diesem Haus, bis mein Nachbar zu mir gesagt hat, oder bis seine Frau zu mir gesagt hat, ach, weißt du, Claudia, mein Mann sagt immer, die Claudia, die ist ja irgendwie anders, die ist ja so irgendwie so eine richtige Aussteigerin. Ne? Also das heißt, 2 Jahre lang ist mein Leben beobachtet worden. Also was beobachten die Menschen in deinem Leben? Bist du auch in deinem Leben ein lebendiges Zeugnis für den Herrn? Oder dreht sich irgendwie alles nur so um dich selbst? Ja? Und deswegen, wir wollen keine blinden Führer sein, sondern erst den Balken im eigenen Auge. Ne? Und so viele wollen erstmal den Splitter. Jesus wurde zum Fluch, damit wir den Segen Abrahams haben können. Ja, Galater 3, insbesondere Verse 13 und 14 haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen. Also es ist so halt, dass wir von hier oben, ja, da bekommen wir Segen und dann sind wir überreich und dann können wir auch anderen abgeben, anderen dienen. Dann habe ich geschrieben, viele füllen sich auf menschliche, fleischliche Art und Weise. Zum Beispiel bekommen sie Gefühle, wenn sie aus sich selbst heraus dem Vater dienen wollen. Eine Falle, du wirst immer weiter ausgezehrt, ja. Also das ist wirklich, ich mache es mal,
weiter da dazu. Ja, es ist einfach ein Dienen. Und zwar einmal ein Dienen aus dem Geist oder ein Dienen aus dem Fleisch. Und ich glaube, dass viele hier noch aus dem Fleisch heraus dienen. Das heißt, sie fühlen sich besonders wohl, wenn sie bestimmte Dinge tun, ja, für das Reich Gottes. Und das ist auch etwas, da musste ich mich auch immer wieder prüfen. Ist es jetzt etwas, was halt ich tun will, oder ist es etwas, was der Herr tut? Also ich glaube halt jetzt gerade diese Live-Zooms, die biblische Wahrheiten über den Livestream zu machen, ich war voll davon überzeugt, dass das aus dem Heiligen Geist kam, aber der Herr überführt es auch, er korrigiert es auch, und ich hatte keinen Frieden, ja. Ich hatte während des Livestreams nicht den Frieden, den ich habe, wenn ich das jetzt so mache, wie ich es jetzt gerade mache. Ja, also dieser Friede Gottes, der war nicht da. Und daran, ja, da achte ich immer drauf. Ja, das ist gut, das, so mache ich das. Aber das, worüber ich ja jetzt reden soll, ist, dass halt manche sich einfach gut fühlen. Ja, das heißt, sie tun irgendetwas Christliches und dann fühlen sie sich gut. Ja, dann ist es so ein bisschen, ach, jetzt habe ich ja was Gutes getan halt. Ne? Aber das ist ein Dienen aus dem Fleisch. Das ist einfach nicht richtig. Ja? Wir dienen aus dem Geist. Und der Geist ist eben wie der Wind. Ja? Wir wissen es vorher nicht, wo er uns hinschickt, wo wir was, wie, wo, in welche Art, eben wie wir dienen sollen. Und das, ich bin sicher, dass da eben jeder auf der Arbeit, in seinem persönlichen Umfeld, wenn man irgendwo unterwegs ist, also ich habe gerade ein Beispiel, Zeugnis, vielleicht erinnert euch daran, manchmal nicht, ein bisschen länger her, der Herr gibt es mir gerade aufs Herz. Und zwar war ich einmal einkaufen und da hatte ich so ein bisschen eilig und dann bin ich in den Kreisel reingefahren, ein bisschen schnittig mit meinem kleinen Auto, als war jetzt keine Gefahr, ja, ich war jetzt einfach keine Gefahr, dass es da irgendwie einen Unfall hätte passieren können, aber ich bin schon schnittig gefahren, ich hätte einfach auch ein bisschen langsamer machen können, ich hätte jetzt nicht in dem Moment aufs Gas treten müssen, um so irgendjemanden, der hinter mir fährt, zu verärgern. Und ich habe das also gemacht und bin aus diesem Kreisel rausgefahren, habe gemerkt, wie der Heilige Geist gesagt hat, Claudia, das war Mist, ja. Das ist kein lebendiges Zeugnis, ja. Nehmen wir mal an, ich käme jetzt, würde jetzt dann halt in den Laden fahren und der hinter mir ist auch und dann würde der mich erkennen und würde sagen, ach, du bist doch die diesen Dienst hat, diesen christlichen, ja. Was bin ich da für ein Zeugnis, ja. Das ist, lasst euch vom Herrn leiten und lernt wirklich ein Vorbild zu sein. In all dem. Darüber sprechen wir auch in der Reihe Heiligkeit. Und guck mal da drauf. Tue ich die Dinge halt, weil mir das halt mehr Freude macht. Ja? Also gerade diese eine Sache, diese Evangelisationsgeschichte, muss ich euch ehrlich sagen, ja, das ist, ich bete da ja jetzt drüber und es ist jetzt noch 2 Tage Zeit. Aber ich bete jetzt schon und habe gesagt, Herr, und bitte, ich will nur sagen, was du mir aufträgst zu sagen und worüber willst du, dass ich spreche? Ich habe ein bisschen Bammel, dass ich mich irgendwie verstricken lasse. Ich brauche da deine Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche da einfach deine Kraft und so. Und es ist tatsächlich eine Situation, die nicht gerade so angenehm für mich ist, ja, das weiß ich jetzt schon. Das ist einfach eine Situation, da würde ich lieber 10 Videos drehen, wie jetzt dieses eine Treffen dazu haben. Und dann wäre es einfach, wenn ich dann diese 10 Videos drehen würde, statt zu diesen Treffen zu gehen, was der Herr mir aufgetragen hat, wären dann diese Videos ein fleischliches Dienen. Ich nehme halt das, weil es mir halt einfach mehr Freude macht. Aber davor warnt die Bibel ganz klar, dass wir eben dass Jesus eines Tages sagen wird, ich habe dich, geh mir aus den Augen, ich habe dich nie gekannt, du hast versäumt, meinen Willen zu tun. Und das wird halt so ein bisschen interpretiert, naja, den Willen Gottes haben wir ja im Wort, ne? Geh raus, mach Jünger, weck Tote auf, heilt Kranke, legt Hände auf, treibt Dämonen aus und all so diese Dinge. Das ist doch der Wille Gottes, den wir tun sollen. Aber dabei vergessen wir zum Beispiel die Gaben des Geistes, dass Gott jedem etwas anderes aufgetragen hat. Das heißt, nicht jeder, wir haben zwar alle diesen Auftrag, ja, direkt, indirekt,
Aber nicht jeder wird dies als Hauptauftrag haben, weil eben nicht jeder ein Evangelist ist, ja, oder ein Apostel ist, sondern andere eben andere Dinge tun. Und das wird halt da ausgeklammert in diesen Lehren. Und deswegen sage ich da halt Vorsicht, ja. Da ist Wahrheit drin, aber unter Umständen für dich genau die Falle, weil Gott einfach dir was anderes aufgetragen hat. Und das ist das, was primär zählt, dass wir in Beziehung leben und dass wir Knechte sind. Also zum Beispiel, ich werde da sicherlich irgendwann noch, ich habe das alles notiert und weiß, da werde ich euch irgendwann Zeugnis geben über diese Sache, die ich da jetzt seit 14 Tagen halt habe. Da hat zum Beispiel mir der Herr die Bibelstelle gezeigt, aus Lukas 11 oder 17, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, dass eben der Knecht, der vom Feld kommt, wird der Herr zu ihm sagen, setz dich an den Tisch und esse. Nein, er wird sagen, bereite du mir das Essen zu und dann danach kannst du essen. Und dann geht es darum, dass wir sagen, ich habe als Knecht nur meine Pflicht getan. Ja? Also der Herr zeigt mir in dieser konkreten Sache, die er mir aufgetragen hat, dass er mir zeigt, pass auf, Claudia, es geht hier nicht um dich jetzt, ja. Es geht hier darum, dass ich dir einen Auftrag gegeben habe. Und es geht darum, dass du das tust und am Ende sagst, ich habe nur meine Pflicht getan. Und dann geht's auch wieder um dich. Ich habe dich gefüllt, du bist übervoll, ich schicke dich da jetzt hin und es geht hier nicht um dich, ob dir das jetzt gefällt oder dir das nicht gefällt. Ja, es ist halt jetzt ein Kelch, den ich trinken muss, ja, um mal biblisch zu sagen, welchen Kelch Jesus trinken musste, was seine Aufgabe war. Es hat ihm auch nicht geschmeckt und gefallen. Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Herr, wenn es möglich ist, lass bitte dieses Treffen irgendwie an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und da hat der Herr mir ganz klar in der Bibel gezeigt, Claudia, in dieser Angelegenheit, bist du jetzt mein Knecht oder meine Magd? Und du tust jetzt das, was ich sag. Ja? Und dann sagst du nur, ich brauche dafür jetzt nichts zu bekommen, ich habe nur meine Pflicht getan als Knecht oder als Magd. Na, das ist auch etwas, worum es beim Dienen geht. Und wenn wir halt immer nur drauf gucken, was gefällt uns? Ja, also ich sage jetzt mal, habe ich auch den Herrn geprüft, sage ich, oh Herr, mir geht das so leicht von der Hand, diese Videos und diese Beiträge. Es flutscht einfach, ja, ich bin hier voll in meinem Element. Erinnere ich mich auch, komme mir auch gerade in den Sinn, früher in der Persönlichkeitsentwicklung habe ich da den Leuten immer was gezeigt von einem Speaker und waren immer irgendwie eine ganz spannende Geschichte und so ein Satz war halt, wenn du Pinguin bist und hältst dich in der Wüste auf, liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht, ja. Also wenn ich als Pinguin in der Wüste bin, dann bin ich einfach am falschen Platz. Und es ist einfach ein Unterschied, ob mir Dinge leicht fallen, weil sie mir halt Freude machen, weil mein Fleisch das will, oder ob mir Dinge leicht fallen, weil ich dort in meiner Gabe bin, ja, weil ich als Pinguin im Wasser einfach Höchstgeschwindigkeiten dahin lege, wenn ich tauche. Ja, wenn ich dann halt in der Wüste bin, bin ich einfach am falschen Platz und ich bin eben in Audios sprechen, in Videos machen und in diesen Arbeitsheften, da bin ich einfach in meinem Element, ja, ich bin an dem Platz, an dem Gott mich haben will. Und das ist nicht in einer Gemeinde vor den Leuten, zum Bibelstudientag, ja, aber da rede ich ja eigentlich auch gar nicht so viel, sondern da geht es ja darum, dass die Leute was machen und nicht, dass ich vorplappere, dann könnte ich auch ein Video machen, dann brauche ich nicht mich zu treffen mit den Leuten. Und Bibelstudientage sind bei mir ganz anders, wie das, was andere von Bibelstudientagen wahrscheinlich kennen. Da geht es um ganz andere Dinge, aber das ist hier mein Element halt, ja, und das flutscht, ja, das ist einfach. Aber dann gibt es halt auch Dinge, da muss ich den Kelch trinken, dann ist es einfach, flutscht eben nicht so, ja, weil es halt gegen meine Natur geht. Aber dann, dort, wo ich schwach bin, ist Gott stark, da wird er seine Stärke eben hervorbringen. Also was habe ich geschrieben? Jesus ist gekommen, um uns ein Leben im Überfluss zu geben. Segen in allen Bereichen des Lebens. Johannes 10,10. Ja, können wir ja auch, kennen wir auch. Zuerst hat Gott für uns getan, jetzt können wir für andere etwas tun. Das ist die richtige Reihenfolge. Ich habe dazu Epheser 1, Verse 1 bis 14.
Epheser 1, Verse 1 bis 14. Ich lese: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis hin zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, also, er hat uns alles gegeben. 2. Korinther 9, 8 habe ich noch. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Und dann kommt, aber da kommen wir, das machen wir jetzt nicht heute, das machen wir, wenn wir wirklich mal dann über das Dienen sprechen. Und auch in dem Arbeitsheft Gebet schreibe ich auch darüber. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Das heißt, Gott gibt uns etwas Speise für uns selbst und er gibt uns Saat, die wir aussäen, die dann wächst und Frucht bringt. Aber er gibt uns das, ja. Also er gibt uns die Saat, er reicht uns die Saat dar. Ja? Und ich sage jetzt mal, wenn Gott sagt, du sollst Mais pflanzen und dann erfüllst du nicht seinen Willen, wenn du Roggen oder Weizen pflanzt. Galater 6,10 noch. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, auch das ist etwas, wisst ihr, ich diene euch. Ja, ich diene hier den Hausgenossen des Glaubens. Ja, da diene ich euch. Wenn ich mich wohlgefällig verhalte, wenn ich in den Geboten wandle, wenn ich auf guten Wegen bin, diene ich Gott. Ja, mit meinem Wesen gebe ich mich ihm hin. Wenn ich jetzt meiner Tochter koche und die Wohnung sauber mache, diene ich meiner Tochter. Wenn ich jetzt verheiratet bin und habe einen Mann und dann bin ich im Hintergrund und dann bete ich und ich bin quasi die Stütze im Hintergrund, ja, dann diene ich dem Mann. Also Gott lässt uns dienen. Ja? Wenn ich meinen Zehnten hingebe, gebe ich ins Reich Gottes und diene damit einem anderen Dienst. Wenn ich darüber hinaus noch weitere Opfer bringe, weil ich irgendwo noch Gutes tue mit Geld, das ich irgendwo hingebe, oder dann der Herr mir irgendwie aufträgt, zu dienen bei jemandem da draußen in der Welt oder das Evangelium irgendwo an einer Stelle zu gehen oder Zeugnis zu geben oder wie auch immer. Das ist alles etwas, es hat alles etwas mit Dienen zu tun. Ja? Und hier heißt es auch,
auch, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, also wir untereinander im Leib Christi, ja, haben wir ja auch schon mal das Bild gehabt, wir dienen einander mit der Knabengarde, die wir bekommen haben, wozu? Zum Aufbau des Leibes Christi. Ja. Stell dich vor, stell dich mal geistlich den Leib Christi vor. Stell euch einfach mal einen Körper vor und jeder von uns ist irgendein Teil dieses Ganzen. Ja, also wenn wir einander dienen, ja, dann wird dieser Leib aufgebaut. Ja, der Leib Christi wird aufgebaut und wir sind alle ein Teil davon. Dann könnte ich jetzt wieder eine Schleife ziehen, Vorsicht mit Gemeinden, die halt sagen, wir sind der Leib, aber gut, ist auch nicht heute unser Thema. Problem, ja, ein Problem ist, wenn wir geben wollen, wenn man nicht selbst in der Segenshaltung wandelt, der Feind bestiehlt beide, Johannes 10, Verse 10 bis 20, es entsteht Werksgerechtigkeit, nach der Tat habe ich das Gefühl, dass Gott mir etwas schuldig ist, weil ich ausgelaugt bin, ist auch eine Lüge, ja, also auch, wenn ich aus der falschen Haltung heraus diene, nicht aus diesem, ich bin überfließend und deswegen diene ich, sondern aus einer falschen Haltung heraus, dann entsteht sowas wie ein Ungleichgewicht, ja. Mach mal ein neues Bild. Dann entsteht sowas, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt gedient, ja, ich diene. Und wenn ich fertig bin mit Dienen, dann fühle ich mich so. Und dann gehe ich zu Gott und sage, du bist mir jetzt Segen schuldig, ja. Ja, dann kommt der Segen kommt nicht mehr aus dem vollbrachten Werk am Kreuz, sondern käme aus unseren Werken, ja? Segen, der käme aus unseren Werken. Und da habe ich jetzt die Bibelstelle nicht dazu, aber wo es genau darum geht, dass wir nicht so dienen sollen, ja, weil dann, wir sind Gott nichts schuldig. Eine Stelle habe ich ja genannt, die der Herr mir gezeigt hat. Wir sollen einfach dann sagt der Knecht nur, ich habe nur meine Pflicht getan. Ja? Also das Dienen aus dem Heiligen Geist heraus ist einfach eine Pflicht, die wir erfüllen. So. Und das haben wir halt auch ganz oft, ne? Dass halt Menschen hier, ich mach mal so, das ist einfach nicht gut, ja, dass einfach die Menschen dienen und dann, das hatte ich auch zu Beginn meines Dienstes, ich weiß, ich war einmal in Mainz am Kreuz und da, ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her und da war ich einfach, ich war so wütend, ich habe gesagt, Herr, ich mach doch alles, ja, ich mach den Dienst, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das, aber die Versorgung kommt nicht, die Leute geben nicht und ich habe Schulden und das und das und das. Und da hat er mir gezeigt, dass ich ihn angeklagt habe. Und seine Antwort war, du bittest nicht. Ja, es war dann halt nur mein Fehler, dass ich eben nicht gebeten habe um bestimmte Dinge, sondern halt einfach davon ausgegangen bin, Gott macht das alles schon von alleine. Sprechen wir dann ja auch nochmal bei Gebet drüber oder haben wir auch schon gesprochen im Broadcast. Also das ist einfach, einfach nicht richtig. Ja, aber wenn wir aus dieser Segenshaltung heraus dienen, ja, dann dienen wir. Ja, wir tun unsere Pflicht, wie es Paulus auch gemacht hat. Ich kann gar nicht anders, ja. Aber hinterher, ist echt die Mücke da. Hinterher bin ich noch genauso groß wie vorher und ich stehe eben noch weiterhin im Segen und habe nicht den Eindruck, Gott ist mir jetzt was schuldig. Ja, Gott ist uns nichts schuldig. Gott hat uns alles mit dem Kreuz zur Verfügung gestellt, ja. Allen Segen, alles ist uns mit dem Kreuz zur Verfügung gestellt worden. Also, Problem, du fühlst dich noch nicht im Überfluss. Selbst wenn du nichts hast, kannst du dich reich fühlen, weil Jesus das ewige Leben geschenkt hat. Ja? Also zum Beispiel die Witwe in Lukas 21, 1. Thessalonicher 5 und 16 bis 19. Da können wir mal lesen. Also die Witwe, die halt einfach sich reich gefühlt hat. Deswegen konnte sie alles hergeben. Ja, sie hat da kein Problem damit gehabt. Also viele haben viel. Wir hier in Europa haben sehr viel und fühlen uns trotzdem arm. Ja, das ist ein Problem. Für den Überfluss zu haben und sich arm zu fühlen, das ist ein Problem.
weil eben das Fundament nicht stimmt. Während halt andere ja in einem Land sagen, oh, wenn wir eine Bibel hätten, ja, die Bibel, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Gottes Wort. Ja, das füllt mich. Wir brauchen die Quelle, wir brauchen das lebendige Wort, wir brauchen die lebendige Nahrung, das füllt uns. 1. Thessalonicher 5, Vers 15, nee, 1. Thessalonicher 5, Verse 15 bis 19. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Klare Anweisung. Und dann werden wir gefüllt. Vielleicht wandelst du noch nicht im Segen, bleib am Wort, kümmere dich um deinen geistlichen Aufbau. Viele haben viel, aber sind innerlich leer. Ja, so war es ja auch vor meiner Bekehrung. Das ist ja auch das, was ich erlebt habe, dass ich an einem Punkt war, dass ich alles hatte und trotzdem war ich nicht gefüllt. Ja, trotzdem hatte ich das nicht. Er ist das lebendige Wasser, die lebendige Nahrung. Johannes 4, Vers 5 bis 42. Lass Gott deine Haltung verändern. Weiteres Problem, den Drang, etwas für Gott tun zu wollen. Du kannst erst wirksam für das Reich Gottes arbeiten, wenn du aus der Gnade lebst, statt aus der Werksgerechtigkeit. Erinnert euch an biblische Wahrheiten letzte Woche, letztes Video, was ich ja über den Livestream gemacht habe. Hört euch da vielleicht nochmal das Zeugnis von der Natalia an, die gesprochen hat, die gesagt hat, ich habe jetzt nach 3 Jahren das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich aus der Gnade lebe und diene. Also sie hat da auch über das Dienen gesprochen und in welche Falle sie da getappt ist. Also das lohnt sich, sich nochmal anzuhören. Ja, also das biblische Wahrheiten jetzt, letzter Teil, 19, glaube ich, war das. Wo es um die Gefühle geht, ja, wir wollen Gott für die, nicht uns für unsere Gefühle loben, sondern für die Wahrheit. Gnade ist überfließend, Werksgerechtigkeit tötet dich. Das habe ich auch gemerkt, ja, dass ich echt, als je näher das jetzt an diesen Livestream ging für Mittwoch, der ja morgen ist, umso schlapper habe ich mich gefühlt, ja. Es war einfach, ich habe wirklich gemerkt, oh, ich bin müde, ich kann schlafen, ich bin total ausgelaugt, ja, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, es ist alles zu viel, ich habe echt gedacht, oh, jetzt kriege ich einen geistlichen Burnout, ja, jetzt, ich bin nah dran, auszubrennen, ja, und es war so spannend, dass eben, nachdem ich dann den Livestream abgesagt habe, meine Kraft zurückkam, ja, und jetzt drehe ich hier das Video in der vollen Kraft. Meine Kraft kam zurück. Es ist eigentlich die Werksgerechtigkeit tötet, ja, und die Gnade macht lebendig. Ist auch nochmal ganz was ganz Wichtiges. Gnade ist überfließend, Werksgerechtigkeit tötet dich, macht dich schlapp, müde und so weiter. Lesen wir dazu Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ja, und das ist auch fürs Dienen, brauchen wir Gottes Hilfe. 1. Petrus 5,10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten Lippen habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, wenn wir die richtigen Dinge tun, wie ich jetzt zum Beispiel dieses Treffen, was ich da einfach habe, dann weiß ich, wenn ich da jetzt durchgehe und meine Bequemlichkeit aufgebe und einfach tue, was der Herr mir aufgetragen hat, ja, jetzt habe ich das versehentlich gelöscht, der Monitor ausging, und da
einfach ja, mir das schwer fällt und ich da vielleicht kurz ein bisschen leide, weil mein Fleisch herausgefordert ist. Ich kann überwinden durch den, der in mir lebt. Ja, ich kann Überwinder sein, weil der in mir lebt, ist größer als der in der Welt lebt. Und der in mir lebt, ist größer als meine Befindlichkeit, die ich habe. Ja, was auch immer das eben sein mag. Und dann werde ich, wenn ich da durch bin, werde ich gefestigt sein. Ja, ich werde eine Stufe weiter sein. Ich bin auf dem nächsten Level. Ja, Gott, Hebräer 11,6. Ja, Gott wird mich belohnen dafür, dass ich aufs Wasser gegangen bin. Ja, Gott ruft uns aufs Wasser. Es gibt dieses Lied Meer, heißt das. Da gibt es so eine Zeile: Du rufst mich raus aufs tiefe Wasser oder aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Ja, Gott ruft uns. Wie Petrus dann, ja, Petrus hat noch gesagt, Herr, ruf du mich. Also wenn wir beten, dass wir gerne weiterkommen wollen im Glauben, ich glaube, jeder von uns hat das gemacht, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Herr sagt, komm, ja, komm hier aufs Wasser. Ich rufe, wenn du mich bittest, dann werde ich dich aufs Wasser holen. Und dann wirst du merken, dass deine Füße nicht mehr sicher stehen. Aber wenn du auf mich guckst, wenn du deinen Blick auf mich gerichtet hältst und nicht auf die Umstände, dann kannst du auf dem Wasser gehen, so wie Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Also er ruft uns auch in diese Situationen. Und das ist gut, ja. Und dann fühlen wir uns bedrängt und wir denken, Herr, ich schaff das nicht, Herr, ich schaff das nicht, Herr, ich schaff das nicht. Das ist ganz schrecklich, ich schaff das nicht. Aber dann brauchen wir Glauben und Vertrauen, ja. Dann gehen wir und sagen, Herr, ich lasse meinen Blick auf dich gerichtet und Römer 8,28, ja, mir wird alles zum Besten dienen. Ich kann nicht verlieren, weil ich gehöre zu dir und ich werde siegreich aus dieser Situation hervorgehen. Ich werde auf einem höheren Level sein, ich werde gelernt haben, ich werde gefestigt sein im Glauben. Ich werde dadurch, dass ich im Glauben gefestigt werde, werde ich beim nächsten Mal in ähnlichen Angelegenheiten weniger Zweifel haben, weil ich deine große Macht zu spüren gekriegt habe in dieser Sache. Und wir sollten halt auch immer ein bisschen aufpassen, wofür wir beten, ja. Viele beten um diese Dinge und wenn Jesus sie dann aufs weite Wasser holt und ins tiefe Wasser holt, wo Füße nicht mehr sicher stehen, dann kriegen sie Panik und schwimmen zurück, ja. Und sagen, nein, 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 das will ich doch nicht, das will ich doch nicht, das will ich doch nicht. Und dafür, das ist keine Gewinnernatur. Das ist nicht die Natur, in der wir dienen, ja, weil wenn wir aufs Wasser gehen und wenn wir nichts mehr aus eigener Kraft können, dann kann Gott seine Herrlichkeit entfalten, dann kommt es von ihm, ja, und dann ist es ihm zur Ehre, uns zum Segen. Wir werden davon was haben, wenn wir in diese Situation reingehen. Was habe ich noch? 1. Petrus 15. Ah, das machen wir jetzt hier nicht. Zweiter Timotheus 1,9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ist auch ganz interessant, habe ich auch den Eindruck, jetzt zu erzählen. Nach dem letzten Livestream, wo wir das gemacht haben, ich war so unzufrieden mit dieser... Also ich hatte auch echt Anfechtung dann auch vom Feind und habe gedacht, nee, das hätte eigentlich alles viel besser sein können, es hätte viel besser sein können. Und ich war so unzufrieden auch mit mir, ja, und meiner Leistung und habe da echt auch dann am nächsten Tag mich erstmal zurückgezogen, habe gesagt, okay, ich suche jetzt den Herrn, habe am nächsten Vormittag dann, also Donnerstag, dann den Herrn gesucht morgens und habe gesagt, Herr, hast du mir was zu sagen und so weiter. Und habe dann halt gemerkt, dass ich eine Sache nicht gesagt habe, die aber auf dem Bild war und hatte dann echt so das Gefühl, ich habe hier voll versagt, ja. Und dann spricht der Herr zu mir persönlich und sagt zu mir, Claudia, als ich dich zu diesem Dienst berufen habe, wusste ich schon, worauf ich mich mit dir einlasse.
Das hat mir, jetzt könnte ich heulen, ja, das hat mir so einen Frieden gegeben und so eine, das hat mich so auferbaut. Dann habe ich mich zurückerinnert an mein Zeugnis, an meine Bekehrung, dass ich zu Gott gesagt habe, wenn du eine Aufgabe für mich hast, dann, ja, das ist der einzige Sinn irgendwie noch, warum es hier auf der Erde sich lohnt, hier zu bleiben. Wenn du, hast du was, dann schick mir das, aber bitte zeitnah. Und dann ist das alles ja passiert und dann habe ich diesen Dienst bekommen und es ist so dieses, ich gebe dir nicht den Dienst und jetzt muss ich dich noch für den Dienst zubereiten, ja, sondern es war so, ich habe dich für diesen Dienst zubereitet und ich habe dich für diesen Dienst ausgesucht und ich sehe diese 15, 20 Jahre in der Psychologie, in all diesen Lehren, sehe ich eine persönliche Vorbereitung. Also ich sehe das heute wirklich, Gott hat mich vorbereitet in dieser Zeit. Und dann, wie Jesus 30 Jahre vorbereitet worden ist für seinen Dienst. Und dann hat der Herr mich in den Dienst berufen. Und er hat in dem Moment, das war halt auch so parallel, weil ich halt kurz ein paar Tage vorher, ich weiß gar nicht, ob es 2 oder 3 Tage vorher war, ich glaube, oder ein Tag vorher sogar, dass ich eben mitgekriegt habe, wie halt Geschwister irgendwohin zu Seminaren gehen, wo sie dann lernen, wie sie auf die Straße gehen. Man geht in ein Seminar, wo man lernt, wie man für Kranke betet. Man geht in ein Seminar und man lernt, wie man evangelisiert. Man geht in eine Prophetenschule und lernt, wie man prophetisch redet. Und ich habe da keinen Frieden drüber. Weil ich sage, wenn Gott einen Propheten beruft, dann hat er ihm die Gabe der Prophetie gegeben. Wenn Gott einen Evangelisten beruft, dann hat er ihm die Gabe der Evangelisation gegeben. Da habe ich zum Beispiel, gibt es eine Person, frisch im Glauben, ganz am Anfang, sagt von sich, weiß noch gar nicht so viel, wandelt auch noch nicht so in der Gnade, aber ist jetzt schon Evangelist. Und macht es mit einer Bravour, ja, wo ich einfach sage, es ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass Gott jemanden zum Evangelisten berufen hat und ihn einsetzt jetzt schon, obwohl die Person auch noch schwaches Fundament hat, aber gemäß dem Stand dieser Person setzt Gott ein, ja, also im Kleinen. Und also wenn Gott jemanden zum Evangelisten beruft, dann hat er ihn dazu begabt. Wenn Gott jemandem die Gabe der Heilung gegeben hat, muss er nicht lernen, wie er für Kranke betet, sondern er hat diese Gabe schon empfangen. Wenn jemand den Dienst des Lehrens bekommen hat, hat Gott ihm diese Gabe schon reingelegt. Wir brauchen keine Seminare, menschliche Seminare, die uns zu etwas zubereiten. Ja? Natürlich ist es nie verkehrt, geistliche Nahrung zu bekommen und zu lernen. Also ich persönlich hat, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, 2018, 2019, ich hatte immer den Eindruck, oder das war passiert und noch keine 14 Tage später habe ich Livezooms gemacht und habe die Bibel aufgeschlagen und habe zu den Leuten geredet und zwar viel Ermahnung. Heute weiß ich, Gott hat mir die Gabe der Ermahnung gegeben, er hat mir die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben, er hat mir die Gabe gegeben, obwohl ich eine Person nicht kenne, dass der Geist mir sagt, da liegt das Problem, ja, den Finger in die Wunde zu legen. Und er hat mich eben auch begnadigt, damit umgehen zu können, wenn Menschen dann ausflippen, ja, und böse zu mir sind und mich, ja, dann, wenn man so einen Dienst hat, dann braucht man auch die Gabe des Verzeihens, ja, oder des Vergessens, des Vergebens, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich schon alles an den Kopf geworfen gekriegt habe in solchen Situationen, ja. Das ist auch üble Nachrede, dass dann halt Geschwister dann untereinander schlecht über mich reden, aber dann, wenn sie quasi doch wieder auf dem richtigen Weg sind und sagen, oh Mann, ey Claudia, ich habe so schlecht geredet und ich bin überhaupt nicht böse und ich sage, ist alles gut. Sag ich, du musstest so schlecht über mich reden. Ich habe da, wisst ihr, das dockt an mir nicht an. Ich fühle mich da nicht verletzt oder so irgendwie, weil Gott mir mit dieser Gabe der Ermahnung auch alles andere gegeben hat, damit umzugehen mit den Dingen, die da kommen. Ja, da ist alles gut. Es ist, also das können auch all die Geschwister bestätigen, dass ich da überhaupt nicht nachtragend bin oder was auch immer. Ja, wenn man von Gott berufen ist zu etwas, dann hat man eben auch die Gnadengabe dazu bekommen. Und das ist einfach dann, glaube ich, einfach eine gefährliche Sache. Ja? Also er hat uns das gegeben. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Und mich hat es sehr, vielleicht ist es auch für den einen oder anderen nochmal wichtig, mich hat es so gesegnet, mich daran zu erinnern, dass ich hier jetzt nicht
ja, Leistung bringen muss vor Gott, die er dann benotet oder wo er dann sagt, ja, Claudia, also ich meine, er zeigt mir das schon, das ist jetzt nicht mein Wille, und aber ich bin in der Gnade, er liebt mich trotzdem. Und im ersten Schritt habe ich meine Errettung, meine Erlösung, und das ist das, worum es geht. Und das ziehe ich auch nie in Betracht. Ich habe noch nie in meinem Dienst, während ich diene, das Gefühl gehabt, ich könnte deshalb nicht errettet sein. Das hatte ich nie. Das war immer klar, dass ich gerettet bin. Das hat der Geist meinem Geist bezeugt. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also ich habe nie in Betracht gezogen, wenn ich einen Fehler mache, dass davon meine Errettung abhängt, was ja viele haben wir noch. Ja, die gehen raus und dienen dem Herrn und haben immer noch Angst, wenn sie einen Fehler machen, werden sie nicht gerettet. Da stimmt die Wurzel nicht. Ja, wie mein Nachbar mal gesagt hat, wenn die Wurzel krank ist, stirbt die Krone. Da ist die Wurzel krank. Die Wurzel muss erstmal gesund sein. Ja? Wir brauchen die gesunde Wurzel. Ich ärgere mich dann halt, ja, natürlich, und denke, oh ja, hätte besser sein können, aber ich verurteile mich nicht dafür. Ne? Und solche Dinge, ja, beziehungsweise nicht dauerhaft, ja, ich verurteile mich nicht dauerhaft. Also es ist dann schon so, dass ich in dem Moment einfach unzufrieden bin. Und da hat mir sehr geholfen, dass der Herr zu mir gesagt, dass der Geist zu mir gesprochen hat, gesagt, Claudia, als ich dich zu diesem Dienst berufen hatte, wusste ich, worauf ich mich einlasse. Ja, und das war bei Mose so, das war bei Abraham so, das war bei Daniel so, das war bei David so. Überall wusste Gott schon, worauf er sich einlässt. Bei den Propheten, die er berufen hat, bei den Richtern, die er berufen hat. Er wusste immer, worauf er sich einlässt. Für Gott ist ja nichts geheim. Ja? Die Böcke, die ich schieße, die weiß er schon vorher. Und er wäre nicht Gott, wenn er nicht einen Fehler, den ich irgendwie gemacht habe, ausmerzen würde. Ja, dann wäre er nicht Gott. Also auch dazu, ja, nochmal vielleicht ein Wort. Matthäus 6,33, ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ja, auch nochmal vielleicht einfach mal notieren, ja, erstens Reich Gottes. Mache ich mal in Rot. Dann alles andere. Ja, erstens. Und was ist das, zuerst nach dem Reich Gottes trachten? Das ist das Kreuz. Ich bin gerecht geworden. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich habe ewiges Leben. Ich bin versorgt. Und was es noch so alles gibt, ja? Also erst das. Und wenn ich das habe, und das haben viele noch nicht, ne? Also wenn ich das nicht habe, dann diene ich aus dem Mangel heraus und nicht aus der Fülle. Also was haben wir noch? Problem, christliche guten Taten aus dem eigenen Willen, ohne den Willen Gottes dazu zu kennen oder sich danach richten zu wollen halt, ja. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Da sagt Jesus auch, solche haben ihren Lohn schon empfangen, ja. Matthäus 6, könnt ihr da mal lesen. Dann habe ich noch, der Herr fördert das Werk unserer Hände. Psalm 90, Vers 17. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände sollst du fördern. Ja, da wollen wir halt beten. Und ich glaube, viele tun Werke, die nicht von Gott gegeben sind. Weiter habe ich, Gott lässt es wachsen. Wir tun die Dinge nach seinem Willen als Gefäß, nicht aus dem Ego, ja, aus dem eigenen Willen. Er lässt es wachsen, Markus 4, Verse 26 bis 34 und 1. Korinther 3, Verse 6 bis 7, könnt ihr mal lesen. Also da kommt dann, ja, das ist die Frucht, darüber sprechen wir in dem nächsten Video von Heiligkeit. Geht es um das Fruchtbringen,
dass Gott das wachsen lässt. Gott lässt die Wuchs, die Wuchs, doch schon ein bisschen gesprochen, die Frucht wachsen. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann der volle Weizen in der Ähre. Ja, Gott lässt es wachsen. Wenn Gott nicht daran baut, so baut man vergeblich daran. Psalm 127, 1. Psalm 127, 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Ja? Also, es ist umsonst, ja. Es sind einfach so viel fruchtlose Werke, die keinen Lohn im ewigen Himmel haben. Ja. Und danach sollen wir ja trachten. Ja. Es heißt ja, wir sollen uns Schätze sammeln. Ja. Welche Schätze? Schätze, ich mache mal halt das so, habe ich jetzt auf dem Herzen, Schätze im Himmel. Ja. Das heißt, die Schätze im Himmel können nur die sein, die Gott uns aufs Herz legt, weil die Schätze aus dem Fleisch, auf der Erde, ist eben, das hat keinen Bestand. Ja. Es hat keinen Bestand. Und so wird auch das Dienen aus dem Fleisch ist Unsinn. Es wird keine bleibende Frucht bringen. Und das ist doch das, was wir wollen. Dann frage dich, kann das Werk im Feuer bestehen? 1. Korinther 3, 13. Ich schließe mal 1. Korinther 3 ab dem Vers 1, weil das hier passt. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Also dieses auf Menschenweise, ja, auf Menschenweise die Dinge tun, denken, tun, handeln, also diese Dinge. Ja, dann ist man einfach, ist man halt noch fleischlich gesinnt. Und wir wollen aber immer mehr geistlich gesinnt sein und nicht fleischlich gesinnt, weil wir ja jetzt im Geist leben. Wir haben Galaterbrief, wenn wir schon im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also wir leben jetzt nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Aber obwohl wir im Geist leben, können wir fleischlich handeln. Habe ich auch nochmal vielleicht ein Bild, soll ich nochmal machen. Also wir haben jetzt ein Leben im Geist. Ja, davon spricht ja auch dann der Römerbrief. Und dann haben wir das Fleisch, ja. Also es gibt Menschen, die sind, wie es im Römerbrief heißt, gemäß dem Fleisch. Ja, also das heißt, die gemäß dem Fleisch sind, die sind noch nicht neu geboren. Ja, also die sind noch nicht neu geboren. Das heißt, das sind nicht die gemeint, die jetzt neu geboren sind, aber im Fleisch wandeln. Ja, also die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ja, die können nicht gefallen. Warum können sie Gott nicht gefallen? Ganz einfach, weil sie Jesus noch nicht angenommen haben. Wir können Gott nur gefallen, weil Gott uns durch Jesus sieht. Ja, und dann gibt's aber, wenn wir sind aber gemäß, so heißt es, der Wesensart des Geistes. Wir sind jetzt aus dem Geist, ja, wir sind neu geboren aus dem Geist. Und hier im Geist können wir trotzdem gemäß dem Fleisch wandeln oder gemäß dem Geist wandeln. Und der Galater, ich weiß jetzt nicht welchen Vers, da heißt es, wenn wir jetzt im Geist leben, so lasst uns auch, wenn wir jetzt im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja? Das heißt, für uns Gläubige, wir wollen, dass auch dieses Fleisch, ja, dann werden wir halt immer, da geht es ja in der Heiligkeitsreihe drüber,
dass der Geist uns immer weiter heiligt, sodass wir halt immer mehr dieses Fleisch für gekreuzigt halten und dann ein Leben führen im Geist. Ja? Das hier soll immer weiter hochgehen und das hier soll immer weiter nach unten gehen. Und dann werden wir nämlich auch Christus immer ähnlicher. Ja, also wir sind jetzt gemäß der Wesensart des Geistes, wenn wir neu geboren sind, können aber immer noch gemäß dem Fleisch wandeln. Gott sieht uns aber durch Christus, ja, also er sieht uns vollkommen, an unsere Sünden denkt er nicht mehr. Dennoch schneiden wir uns vom Segen ab, wenn wir gemäß dem Fleisch wandeln, weil wir sind noch nicht auf Gottes Wegen, so einfach ist das. Und das da soll unser Ziel sein, ja, dass wir immer mehr gemäß dem Geist wandeln und Jesus eben immer ähnlicher werden. Und das können wir nie schaffen, wie das in manchen Gemeinden gemacht werden, dass wir einfach nur die Gebote halten. Das geht nicht. Letztendlich machen sie das so, dass sie zwar quasi fleischlich leben, aber probieren halt da die guten Dinge zu tun. Das ist nicht das, wovon die Bibel spricht, dass wir im Geist wandeln. Das ist das nicht. Ja, das ist quasi irgendwo diese ganzen Lehren eben in die Gemeinden gebracht. Ein jeder prüfe sich stets, ob das, was er tut, vor Jesus Bestand haben wird. Hat man sein Fundament auf Felsen oder auf Sand gebaut? Matthäus 7. Ich habe den Eindruck, dass es das jetzt war, dass ich alles Wichtige gesagt habe. Ich bin froh, dass wir das jetzt so gemacht haben und nicht über den Zoom. Wem es hilft, der kann es ja am Mittwochabend um 18 Uhr gucken, wem eine feste Zeit passt. Und einige von euch, die ja meinem Dienst folgen, sind ja halt doch diejenigen, die sich die Dinge selber irgendwo mit dem Herrn erarbeiten. Und ich glaube, dass das auch so das Wesen meines Dienstes ist, ja, dass da man einfach eine gewisse Eigenverantwortung hat. Und für die anderen gibt es dann eben auch diese fixen Termine, ne? Dann habe ich dann immer feste, die warten halt dann auf die E-Mail und gucken es dann, ne? Oder halten sich an bestimmte Zeiten. Ja? Dann macht das so, wenn euch das einfach hilft. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann, Shalom!